So, wir haben vor, wieder rauszugehen und draußen noch einiges zu machen. Wir haben typische Größen, haben wir mal zusammengetragen, die Schüler zusammengetragen in der Stadt Wismar für Strahlensatzberechnungen. Und zwar sehr schön. Ich hoffe, dass das Geschmiere zu lesen ist. Die St. Georgenkirche hat entsprechende Höhe, Länge, Breite. Die Marienkirche hat eine Höhe von 82,5 Meter. Das ist die ohne Schiff, ne? Das ist die Marienkirche, ja, danke. Und das Zifferblatt, günstigerweise, hat 5 Meter Durchmesser. Also das echte Zifferblatt und befindet sich selber in 75 Meter Höhe. Ist wichtig zu wissen, ne? Die Gesamthöhe ist zwar höher, aber so. Der Stundenzeiger ist 2,4 Meter lang und der Minutenzeiger, der größere also, ist 3,3 Meter lang. Auch sehr schön. Und die St. Nikolai-Kirche, wo ich immer annahm, die hätte 75 Meter Höhe. Nee, da war früher mal noch ein Türmchen drauf. Ohne Türmchen, hat 64 Meter Höhe. Und das werden wir dann gleich für draußen nutzen, damit wir dann ein paar Messungen anstellen können, Strahlensatz anwenden können. Aber jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das ein Schüler hier lösen kann. Genau, also wie gesagt, ich habe eine Skizze gemacht. Hier einmal, hier ist mein Auge und hier ist die Wand, die wir ausmessen wollen. Jetzt habe ich ein Lineal direkt waagerecht von meinem Auge gehalten und ein kleines Lineal so verschoben, dass es genau, also dass es für mich genauso lang aussieht wie hier hinten. Da wir das hier ausrechnen wollen, also die Entfernung vom Auge zur Wand, habe ich mir eine neue Skizze gemacht. Die sieht so aus, also es ist nur dieser eine Teilbereich. Und das Lineal war hier, wo ich das andere Lineal drauf verschoben habe, genau 34 cm lang. Das kleine Lineal, was ich verschoben habe, war insgesamt 30 cm lang. Da ich das hier aber genau in der Mitte teile, muss ich hier nur 15 cm hinschreiben. Und weil ich es, wie gesagt, teile, muss ich auch die Wand hinten durch 2 rechnen, also 2,90 m. Dann habe ich mir eine Verhältnisgleichung aufgestellt. Und zwar diese Seite zu der, also 34 cm zu 15 cm, ist genauso lang wie die lange Seite, hat genau das gleiche Verhältnis wie die lange Seite zu der Wand. Und durch Umstellen bekommen hier ungefähr 6 m raus. Ja.